Mein Name ist Alexander Scherwinski, für meine Freunde Sumo oder Sumo Alex. Sumo, nicht weil ich fett bin, sondern weil ich ein echter Sumo-Weltmeister bin. Mit einem gewonnenen Titel aus dem Jahr 2000 gegen die Japaner in Sao Paulo. Das ist ein langer Weg gewesen. Von der Kindheit in den Dünen bei Dirhahn bis heute, bis zu dieser Biografie. Meiner privaten Biografie über das Auf und Ab, das ich gelebt habe. Es ist keine Abrechnung, keine Verarbeitung, nur eine Erinnerung an Ereignisse und Begegnungen mit harten Jungs, mit schönen Frauen. Mit Prominenten, als die noch keine waren, und an meine Familie, die es nicht leicht mit mir hatte. Groß geworden als Kind der DDR, als Rostocker Junge, bin ich stets hierher zurückgekehrt, an die Küste der Ostsee. In den Hafen, in diese Stadt, hierher, wo meine Heimat ist. Hier, wo ich als Bengel Blindschleichen gejagt und Bohnenmilch getrunken habe. Wo ich im Pfiffi-Wäldchen zwischen Spannern und Grabstein meinen ersten Kuss bekam. Ich erinnere mich an meine Jahre als glühender Anhänger der Freien Deutschen Jugend. An die 14. Polytechnische Oberschule Karl-Liebknecht. An die Prügel, die ich dort bezogen habe. An meine Ängste vor jedem neuen Schultag und an die herrlichen Streuselschnecken der neuen Dampfbäckerei Feldecke Wiesenstraße. Ich erinnere mich an den brutalen Tag, als der Kämpfer, der Krieger in mir geweckt wurde und an die harten Zeiten in der Judo-Schule von Manfred Sinnhöfer in der Tierfelder Straße. Reißen, werfen, quälen, bis Blut unter den Fingernägeln hervorquoll, bis zur Bewusstlosigkeit. Da waren die irren Zeiten im Elite-Internat des Armeesportclubs Frankfurt-Oder. Gefangen als Jugendlicher zwischen Erfolgen und Verletzungen, zwischen Ideologie und staatlichem Doping. 1987 brach ich mit dem System und fühlte mich ziellos entwurzelt. Es folgten neue Freunde in Dresden und der Anschluss an die Skinhead-Bewegung. Ich wurde der Obernazi von Rostock. Straßenschlachten mit linken Zecken, Revierkämpfe mit Gangs, und dritte Halbzeit mit Hools. Krieg gegen alle, die anders waren, die mich nicht verstehen wollten. Wut und Hass in wahllosen Auseinandersetzungen auf der Suche nach der eigenen Identität. Irgendwann machte ich Schluss mit rechts. Ihre Drohungen haben wir im Hafen von Rostock geklärt. Ich brauchte neue Ziele, mietete meine erste Kneipe, die Dübelstuben in der Ulrich-von-Hutten-Straße. Es lief gut, aber ich wollte höher, weiter, mehr und übernahm das Come-In im Stadthafen. Ein mächtiger Laden mit 400 Quadratmetern und 350 Plätzen. Da war es nicht mehr so gemütlich. Ich musste mit Türstehern arbeiten. Ab und zu gab ich noch ein Gastspiel an der Tür, um Flagge zu zeigen. Aber ich war ganz oben. Dachte ich. Damals. Alles war im Überfluss da. Autos, Geld, Drogen, natürlich Frauen. Immer wieder Frauen. Immer wieder Drogen. Ich knallte mir regelmäßig die Birne weg. Doch wie Icarus die Flügel in der Sonne schmolzen, war auch mein Höhenflug plötzlich vorbei. Der Fall war schnell und tief. Die Landung hart, was tödlich. Insolvenz, Armut, Verzweiflung, Depression, Selbstmordgedanken. Die Kanone lag schon bereit, als mein Schutzengel mir zum so und so vierten Male in meinem Leben das Rettungsseil zuwarf und mich aus der Scheiße zog, die mir bis an der Unterlippe stand und eigentlich schon am Überlaufen war. Freunde und Sportkameraden verziehen mir, gaben mir wieder eine Chance. Wieder brach ich mir die Knochen, erlitt Muskelrisse und Quetschungen. Aber nicht auf der Straße, sondern auf der Matte, im Ring. Ich wurde Sumo-Ringer, kämpfte auf der ganzen Welt, gewann Auszeichnungen und Ehrungen, wurde Weltmeister. Ich hatte es geschafft, war wieder einmal ganz oben. Ich stand in den Zeitungen und man sah mich im Fernsehen. Ich drehte mich wie eine prima Ballerina im Scheinwerferlicht. Bam! Die Konter kamen, aufwärts, seitwärts, gerade. Meine große Liebe betrog mich und mein Sportverband verriet mich. Intrigen und Korruption bescherten mir ein Startverbot in der Sumo-Nationalmannschaft. Ich wollte irgendjemand dafür büßen lassen, egal wen. Und so kam ich zum Freefight. Im Sumo wurde ich später wieder nominiert
Und beim Football schaffte ich es als Nummer 99 der Rostock Griffins in die Hall of Fame. Und es ist noch nicht zu Ende, das Leben on the Edge, auf der Klinge, wie man es mir nachsagt. Ich habe es nie so empfunden, weil es mein Leben ist, das ich nur so führen kann. Ein Leben im Dunkeln und im Licht, ein Dasein mit Hass und mit Liebe, mit Gut und Böse. Mein Leben besteht aus Blut und Schweiß und ich habe eins gelernt, ohne Schmerz kein Erfolg, keine Ehre. Viele Menschen haben mich gedrängt, darüber zu erzählen. Das habe ich getan. Passt auf euch auf. Euer Sumo Alex.